Heute möchte ich darüber sprechen, wie es ist, in einem kaputten Körper zu leben. Oder überhaupt kaputte Körper. Ja, wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Rani und gestern hat mich wer gefragt, was man von mir lernen kann. Und ich habe mir das spontan eingefallen, Selbstliebe und weitermachen. Und heute habe ich die Ich bin wieder aufgewacht und hatte wieder Kopfschmerzen und Nackenschmerzen. Und das gibt es ja nicht. Das war ja gestern schon so. Und ich habe gestern auch eine Massage gehabt und habe mir eigentlich gedacht, ich müsste mich besser fühlen. Und ich kenne das ja schon. Also ich bin jetzt zweifach lungentransplantiert. Mein Körper hat immer irgendwas. Es ist nie ganz weg, weil regelmäßig Medikamente, jetzt werde ich auch noch älter und irgendwie sind immer irgendwelche Sachen, wo ich mir denke, bin ich zufrieden, bin auch gerade nicht zufrieden mit meinem Gewicht und so. Und dann habe ich heute eine Klopfmeditation gemacht mit der Tapping-App und da ist gegangen um, lustigerweise, das ist in Folge Tag 6 von der Gratitude Challenge, also von der Dankbarkeits-Challenge, Dankbarkeit für den Körper. Und dann ist mir eingefallen, und das ist schon auch etwas, das mir immer geholfen hat, Dankbarkeit zu empfinden für das, was funktioniert. Und in der Klopfmeditation ist dann vorgekommen, dankbar zu sein für den Körper, dass überhaupt da ist, dass wir riechen, sehen, schmecken, tasten, fühlen können. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, oder? Das Herz schlägt, die Atmung fließt, in den meisten Fällen nicht tief genug, aber wir leben und es gibt uns nur hier auf dieser Welt, weil wir in diesem Körper stecken, in dem wir jetzt drinnen sind. Und dann höre ich immer wieder, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, ah, das blöde Knie, der blöde Arm, die blöde Schulter, funktioniert nicht so, wie es soll. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch, wie die Leute ihre Körper pflegen. Und oft ist das gar nicht. Ja, also Zähne putzen, duschen, essen. Genau, essen, trinken. Und damit hat es sich dann auch schon. Und bin ja auch Burnout-Expertin und auch in der Burnout- und Stressprävention heißt es dann immer, wir pflegen unseren Körper und unseren Geist nicht so, wie wir unsere Autos pflegen. Wir tanken nicht voll, wir fahren nicht zum Service, wir machen oft einfach zu wenig oder das war gestern so, ich war gestern müde und dann habe ich hingesetzt und dann habe ich gesagt, ich tue mir was Gutes und dann bin ich den ganzen Abend vom Fernseher gesessen. Ich meine, ich habe mir angeschaut, dieses Fixer-Upper, ich liebe das, wenn Häuser wieder schön gemacht werden. Aber trotzdem war ich dann so am Ende des Abends irgendwie nicht befriedigt, weil ich so wie ein Couch-Potato da herumgelegen bin. Und das ist schon was, glaube ich, was wir uns einerseits natürlich auch geben dürfen, dass wir diese Ruhe erleben. Weil die Frage ist, glaube ich, immer, wie wir das machen. Und beim Trainieren ist es ja genauso. Also, wie kümmern wir uns um unsere Körper und mit welchen Gedanken kümmern wir uns um unsere Körper? Ist es so, dass wir sagen, wir müssen den jetzt herrichten und quasi wie ein Werkzeug benutzen oder kümmern wir uns um unseren Körper wie um einen Freund. Und ich habe vor langer Zeit gelernt, meinen Körper als Freund zu betrachten und ich bin ja auch Yogalehrerin und ich liebe die Anatomie, ich bin fasziniert davon, wie der Körper aufgebaut ist. Also jeder, der mal wieder sich überlegt, wow, wie unnötig. Und der tut schon wieder weh und der Rücken und ich weiß nicht was. Schaut euch einmal die Anatomie allein von einer Hand an. Es ist faszinierend. Und wir benutzen die jeden Tag, ohne nachzudenken.
Oder die Füße. Das ist ein Wahnsinn. Also ich bin jedes Mal, denke ich mir, unglaublich dieses Wunderwerk. Echt dieses Wunderwerk Körper, das jeden Tag funktioniert. Und wir denken überhaupt nicht darüber nach, wie das alles passiert. Wir denken nicht über die Verdauung nach. Wir denken nicht darüber nach, dass sich unsere Haut regelmäßig erneuert. Unsere Organe, unsere Zellen die ganze Zeit geboren werden und sterben. Und immer wenn ich so in eine Phase komme, wo ich mir denke, ach, so wie heute in der Früh, ich wache auf und denke, na, warum tust du schon wieder weh? Dann denke ich mir, Gott sei Dank kann ich das noch fühlen. Muss ich jetzt nicht immer haben, Schmerzen sind sehr anstrengend. Aber allein wenn ich mir denke, wie oft dieser Körper schon so richtig kaputt war, zweimal fast gestorben, Lunge kaputt gewesen, Körper kaputt gewesen, keine Kraft mehr da gewesen. Und es ist unglaublich, wie sehr sich der regeneriert, wenn man auf ihn achtet. Also da bin ich echt. Und dann, wenn man das so sich herholt, nicht unglaublich dankbar zu sein dafür, dass es diesen Körper gibt, ist für mich, also kann ich mir gar nicht vorstellen. Und wenn man den Körper als einen Freund betrachtet und es geht ihm gerade nicht gut, dann glaube ich, ist es auch für uns leichter, Dinge zu tun, die ihm gut tun und sich Zeit zu nehmen. Ja? Wenn seiner Freundin nicht gut geht, nehmen wir uns auch die Zeit und hören ihr zu oder sind für sie da. Und beim Körper sollte es eigentlich doch genau dasselbe sein. Und das übe ich. Also ich übe das ja auch. Bei mir ist, funktioniert das ja auch nicht immer so, wie es so wie es das Optimum wäre. Ich glaube, weiß nicht, gibt es das Optimum überhaupt? Ich hoffe es, dass wir das irgendwann mal lernen, wir als Menschheit, unseren Körper und unserem Geist und überhaupt dieses Gesamtpaket Mensch, dass wir hier sein dürfen, viel mehr wertzuschätzen und viel mehr dankbar zu sein dafür, dass wir hier sein dürfen und viel mehr Spaß zu haben. Ich habe gestern von der Sonia Choquette ein Buch weitergelesen und in den meisten Büchern, die ich lese, wir lachen zu wenig, wir haben zu wenig Spaß, wir glauben, es muss hart sein, wir glauben, wir müssen uns anstrengen. Das Licht ist heute besonders schön. Ja. Jetzt schauen wir mal, ob ich die Kamera ein bisschen verstellen kann. Jetzt habe ich ein drittes Auge. Genau. Ja. Darüber wollte ich heute kurz reden mit dir. Oder überhaupt jetzt hier auf Instagram. Den Impuls zu geben, dankbarer zu sein für den Körper, den Impuls zu geben, mehr darauf zu achten, dass es ihm gut geht. Und ich habe auch heute darüber nachgedacht, ich habe einen Blogartikel geschrieben zum Thema Hilft Yoga bei Schmerzen? Und ich kann, es ist wie bei allen, es hilft in der Prävention. Wenn du schon Schmerzen hast, dann machst du fast gar nichts mehr und dann lässt sich der Körper auch wirklich schwer bewegen. Also es ist so wichtig, regelmäßig kleine Dinge zu tun und nicht dann, wenn es brennt, auf einmal anzufangen mit einem Aktionismus. Und es kehrt immer wieder zurück zur Frage, wie sehr glaube ich, dass ich das verdiene, dass es mir gut geht? Wie sehr liebe ich mich selbst, um mir das zu geben, was ich brauche? Und es ist ein Weg. Es ist ein Weg. Jeden Tag kleine Schritte, jeden Moment eine Entscheidung in die Richtung, in die du gehen möchtest. Davon bin ich überzeugt. Und immer wieder sich daran erinnern, wofür man dankbar sein kann, anstatt
den Fokus darauf zu lenken, was gerade nicht gut geht. Ja. Ich freue mich über alle, die zuschauen. Hallo. Und danke für die Herzen. Und ich schließe dieses Live wieder. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ich werde mich heute wieder ein bisschen mehr um mich kümmern und ich werde meinen neuen Podcast veröffentlichen. Keine Ahnung. Namaste.